So, da sind es nur noch drei Aufgaben, dann haben wir auch die Prestige-Aufgaben fertig. Und als nächstes machen wir: Schließe im freien Fall den Kurs über Dusty Depot ab, nachdem du aus dem Schlachtenbus gesprungen bist. Also ab zu Dusty. Das Ganze machen wir auch im Solo-Modus, nicht im Gruppenkeile, weil der Bus da immer links, rechts. Also ich glaube, Solo ist da echt am besten. Wir müssen natürlich auch Glück haben, wie bei der anderen Aufgabe bei Fatal Fields, dass wir ziemlich nah an der Flugroute sind. Also da, wo auch die Ringe sind. So, dann möchte ich mich natürlich bedanken. Es kam schon wieder zwei neue Abonnenten dazu, beziehungsweise einer, glaube ich. Damit fehlen jetzt nur noch vier Abonnenten zu den 320 Abonnenten. Das bedeutet, dann kommt die sechste Zahl für alle neuen oder die es noch nicht so mitbekommen haben. Unten der PaySafe-Code, alle 10 Abonnenten, eine Zahl kommt dazu. Die Fragezeichen stehen extra da, die sollt ihr nämlich erraten. Wenn du wissen willst, wie das Ganze genau funktioniert, guck einfach in die Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich das auch erkläre mit dem Code. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ihr abonniert, ihr helft mir, ihr guckt die Videos, helft mir, ich mache für euch die Aufgaben, helf so euch. Also alles wie gehabt, ein Geben und Nehmen. So, was sagt die Rude? Die Rute sagt perfekt. Einfach nur perfekt. Jetzt hoffe ich nur, dass das nicht zu extrem leckt. So, der Ring ist direkt vor uns. Ich mache das auch diesmal nicht. Ich mach den Gleiter nicht auf. Beziehungsweise danach nochmal zu, damit ich einen Sturzflug habe. Mal jetzt so. Kurz davor. Zack. Jetzt gleite ich einfach runter, weil eben hat es schon wieder so extrem geleckt. Und ich kenne mein Glück, dann habe ich direkt danach 3, 4, 5 Runden, wo der dann, was weiß ich, wo rumfliegt. Weil ihr müsst wirklich schon ziemlich nah da dran sein, damit ihr da durchfliegen könnt. Weil sonst werdet ihr nämlich den obersten Ring nicht erreichen können. Ich will halt auch nicht vorbeifliegen, ist klar. Deshalb, die Runde ist dann eh gelaufen. Weil ihr braucht halt wirklich ziemlich lang dafür, wie ihr seht. Es leben jetzt schon nur noch 89. Aber drauf geht. Ihr wisst schon. Weil es geht ja darum, wir wollen ja die Aufgaben schaffen. Man kann es natürlich versuchen im Sturzflug, um Gottes Willen, funktioniert ja wahrscheinlich auch. Ach, da unten baut schon einer. Aber im Prinzip ist es egal, Hauptsache man hat es geschafft. Ich weiß halt immer noch nicht, ob man in der Arena einfach rausgehen kann und die Aufgabe dann trotzdem geschafft ist. Deshalb werden wir uns jetzt mal mit dem da unten ein bisschen anlegen. Er wird uns mit Sicherheit hören. Ja, da unten läuft er. Also sind zwei Gegner. Hier ist natürlich keine Waffe, man kennt es. Ne, hier ist gar nichts, der hat alles weggeholt. Hier weg. Ach toll. Ohne Moon ist das natürlich alles. Guck mal, er baut sich wie ein Weltmeister hoch. Er hat sich ausgelockt. Gegen den Shotgun habe ich dann doch keine Chance. Wie viel Leben hat er noch? Na gut, das waren mal gerade zwei Hits. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Wie gesagt, ihr müsst gucken, dass ihr wirklich über das Depot rausspringen könnt. Ansonsten wird es echt schwierig. Und dann würde ich sagen,
Machen wir die letzten drei Aufgaben noch. Wenn ich euch helfen konnte, wie gesagt, gerne Like da lassen, Abo da lassen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Warum läuft der nicht? Was war das denn für ein Bug? Hab ich schon nicht gesehen. Also in dem Sinne, haut.